So spricht der Herr, wie wenn sich noch Saft in einer Traube findet und man dann sagt, verdirb sie nicht, es ist ein Segen in ihr. So will auch ich handeln um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze verderbe. Und ich werde aus Jakob einen Samen hervorgehen lassen, und aus Juda einen Erben meiner Berge. Meine Auserwählten sollen es besitzen, und meine Knechte werden dort wohnen. Saron soll zu einer Schafhürde und das Tal Achor zu einem Lagerplatz der Rinder werden, für mein Volk, das mich gesucht hat. Ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Glück einen Tisch bereitet und dem Schicksal zu Ehren einen Trank einschenkt, über euch will ich als Schicksal das Schwert verhängen, dass ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet. Denn als ich rief, da habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, da habt ihr nicht hören wollen, sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse ist, und habt erwählt, was mir nicht gefiel, spricht Gott der Herr. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern. Siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt durstig sein. Siehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, ihr aber werdet beschämt werden. Siehe, meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken, ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern. Und ihr müsst eure Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen. Denn Gott, der Herr, wird dich töten, seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen, so dass, wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird, und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird, denn man wird die früheren Nöte vergessen, und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Spricht Gott der Herr, der Gott der Bibel.